Hallöchen. Ich hoffe, das klappt so mit der Kamera. Ich habe leider keinen Weitwinkel. Ich habe meine Tastatur nochmal komplett auseinandergenommen und gereinigt von dem Amiga 1200. Da war ordentlich viel Dreck drin. Ich habe nochmal die Tasten selber nochmal alle gewaschen, aber das Gelbe hier drauf, das ist halt vergilbt. Retrobreit oder wie das heißt, werde ich nicht machen. Und die ganzen kleinen Dinger hier, die werde ich jetzt alle einzeln die Kontaktdinger hier sauber machen und dann wieder reinstecken. Ich hoffe, das klappt auch. Ja. Und da könnt ihr mir dann bei zugucken. Das ist dann wieder Zeitraffer. Weil das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis ich damit fertig bin. Gut, dann sehen wir jetzt den Zeitraffer und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich soweit fertig bin. Thank you.
So, müsst ihr mal verzeihen, dass ich das so abfilme. Sehen. Man sehen, ne? Shift und jetzt funktioniert die Tastatur wieder wunderbar. Was war das? Ctrl und Alt. Gut. Memory hat er noch beides, gut. Also funktioniert wieder die Tastatur. Ja, gut, funktioniert. Ich muss bloß noch mal gucken wegen der muss ich mal kurz hier Dings hier die LED-Platine. Ah, muss ich Platz machen. Die LED-Platine. Kann man das jetzt sehen? Der HFI stößt hier auf die Tastatur, auf eine Plastikecke. Gucken, ob ich das hinkriege. Da ist so eine Plastikecke. Das Kabel auf dem Weg. Da stößt die Platine drauf. Das ist nicht so schön. Das kriegen wir aber hin. Ich habe den Deckel nämlich noch nicht probiert gehabt mit der Tastatur. Ist ja eigentlich eine Amiga 500 Tastatur. Jetzt geht's zu. Moment. Das geht nicht zu. Stößt drauf. Das ist die Plastikecke. Gut. Aber sie funktioniert. Konntet mir zugucken. Und Amiga läuft jetzt soweit. Die kleine Probleme behebe ich noch. Und dann ist der soweit fertig. Und dann komme ich zu dem anderen, wo ich noch was wollte. Wo ich noch was zeigen wollte. Da muss ich dann aber erstmal was kaufen. Das kostet teuer Geld. Leider habe ich die zwei Sachen nicht mehr. Naja, gut. Ist halt so. Kann ich nichts ändern. Gut, dann danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.